Als Zeit der Konsolidierung gilt die Dynastie der Abbasiden. Abbas war ein Verwandter des Propheten Mohammed. Für die frühen islamischen Herrscher war das von großer Bedeutung. Die Abbasiden gingen davon aus, dass Mohammed Abbas das Kalifat versprochen habe. 749 stürzten sie die Umayyaden und wurden selbst Kalifen. Das erste Jahrhundert abbasidischer Herrschaft gilt als Blütezeit der islamischen Kultur. In dieser Epoche wird in wesentlichen Teilen die arabisch-islamische Wissenschaft geschaffen. Bedeutende Gelehrte waren am Hof der Hauptstadt Bagdad zu finden. Das Kernproblem der abbasidischen Herrschaft war die Wiedergewinnung der politischen und religiösen Einheit des Islams. Deshalb setzten sich die Abbasiden von den Schiiten immer mehr ab. Dementsprechend hieß es nun, der Prophet habe Abbas das Kalifat versprochen, weshalb alle vorabbasidischen Herrscher Usurpatoren seien. Dazu kam die Überlegung, der Kalif als Angehöriger der Prophetenfamilie sei von Gott aus ersehen, die Muslime im Sinne der göttlichen Offenbarung zu erziehen und zu einem einheitlichen Staatsgebilde zusammenzuschweißen. Ohne diese Erziehungsarbeit des Kalifen würde Zwietracht unter den Gläubigen herrschen, womit sie nicht ins Paradies kämen. Die Macht der Abbasiden verfiel im 9. Jahrhundert immer mehr. Zugleich stiegen türkische Söldnerführer im Reich auf, die zum Beispiel in Ägypten regierten. Der Kalif wurde immer mehr zu einer Figur in einem Intrigenspiel. Schlussendlich wurde der Kalif immer mehr zu einem religiösen Oberhaupt, der die weltliche Macht an die Sultane abtrat. 1258 ermorden die Mongolen den letzten Abbasiden bei der Eroberung Bagdads.